Hallo Leute und willkommen zu einem mal wieder etwas ernsteren Thema. Und zwar, wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich ein Video von The Kiddos Zone offen. YouTube am Ende. Save YouTube. Ja. Ich möchte euch auch mal bitten, ich werde dieses Video von The Kiddos Zone auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich möchte euch bitten, wenn ihr wirklich meint, YouTube muss weiterleben, YouTube muss wieder YouTube werden, denn ich selbst bin kein großer Redner. Ich kann das jetzt nicht alles so rüberbringen, wie es Kiddozone gemacht hat. Oder wie es die vier englischen Videos gemacht haben, die hier auch mit in Kiddos Video verlinkt sind und auch hier unten in seiner Videobeschreibung verlinkt sind. Ich kann das alles nicht ganz so wiedergeben. Ich bin kein großer Redner. Aber wichtig ist, YouTube wird von Google nach und nach kaputt gemacht. Und um diese Entwicklung aufzuhalten, wird jetzt offiziell dazu aufgerufen, dass die gesamte YouTube-Gemeinschaft, damit sind nicht nur die Leute gemeint, die Videos machen, sondern auch die Leute, die Videos gucken, dass alle zusammenhalten und ja, quasi YouTube aus dem Untergang befreien, wo es gerade langsam reinschlittert. Es gibt Leute, die sagen, dass You in YouTube, also das Du, ist nach und nach abgedrängt worden. Das sieht man auch daran, es gibt viele Leute, es gibt massig Leute, Tausende, wenn nicht sogar Millionen, die sich über das neue Kanaldesign aufgeregt haben, die gesagt haben, das geht gar nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, so können wir das nicht machen. YouTube hat dazu aufgerufen, Feedback zu geben. Ist schön und gut, aber mit dem Feedback, es ist mehr als genug Feedback angekommen, wo gesagt wurde, das neue Design, das können wir so nicht bringen. Aber es wurde ignoriert, das neue Design ist genau so gekommen, wie es in der Beta angekündigt wurde. Es wurden kleinere Sachen geändert, aber nichts, was da angeprangert wurde. Das ist nur ein Punkt. Es gibt viele, viele Punkte, die, wie gesagt, auch in diesen vier englischen Videos, wer ein bisschen Englisch kann, kann sich das Ganze ja mal angucken, was in diesen vier englischen Videos gesagt wurde und was Kedos vor allem auch in seinem neunminütigen Video gesagt hat. Deswegen will ich euch einfach mal bitten, guckt euch das Video von The Kiddos Zone an. Es ist wichtig, dass YouTube gerettet wird. Oder ich sag mal so, wenn wir nichts unternehmen, dauert es maximal ein Jahr oder so und dann ist YouTube so beliebt, sagen wir mal, wie MySpace. Denn es ist auch so, die Startseite von YouTube, wenn man da als neuer User hinkommt und sich das Ganze anguckt, die Startseite von YouTube, wenn man da als unangemeldeter User hinkommt, die sieht nicht einladend aus. Da werden so irgendwie neue Videos vorgestellt oder was. Ja, da kriege ich gerade so ein paar E-Mails. Da werden so neue Videos vorgestellt. Der Rest des Platzes ist ungenutzt und es lädt einfach nicht dazu ein, dass man die Seite kennenlernt, die Seite erforscht. Des Weiteren die Anmeldung bei YouTube. Ich bin gerade übrigens dabei, ja, meine eigenen Worte dazu verfassen, was ich eigentlich gar nicht kann, aber egal. Die Anmeldung bei YouTube, die ist auch grottig geworden. Man kann, oder soweit ich das mitgekriegt habe, kann man seinen Vor- und Nachnamen angeben. Hallo Martin im Skype. Und der wird dann gleich als Kanalnamen gesetzt. Ich habe da selber letztens mal einen Kanal erstellt und ich hatte keine Möglichkeit, einen Kanalnamen, so wie in meinem Fall jetzt Mike Gamer, frei zu wählen. Es wurde automatisch ein Kanal mit dem Vor- und Nachnamen erstellt, den ich da eingegeben habe. Des Weiteren, so wie Ketoson das gesagt hat, wird das Ganze automatisch mit Google Plus verknüpft. Google Plus ist für den Arsch. Keiner nutzt es, keiner will es, aber es ist Pflicht, wenn man sich jetzt mit YouTube anmeldet. Es wird automatisch miteinander verknüpft. Des Weiteren, was soll ich sagen? Es gibt auch tonnenweise Bugs auf YouTube, die nicht gefixt werden, und es kommt tonnenweise Bugs regelmäßig dazu, die dann auch nicht gefixt werden. Es werden Abonnenten verschwinden spurlos. Abos werden aus den Leuten, also wenn ihr jetzt jemanden abonniert habt, kann es sein, dass dieses Abo aus eurem Account irgendwann einfach mal gelöscht wird und der nicht mehr, oder ihr den nicht mehr abonniert habt, ohne dass ihr den deabonniert habt. Das ist jetzt hier sehr schön zu sehen. Bei den Amerikanern ist das noch schlimmer. Wenn ich hier mal Niger Higa öffne, das war mal
so ziemlich der größte YouTuber überhaupt weltweit. Mittlerweile ist es Ray William Johnson, aber Nigahiga ist immer noch einer der größten. Und wenn man sich das mal anguckt, der hat hier minus 17.000 Abonnenten, minus 12.000, minus 20.000, minus 17.000, minus 14.000, minus 19.000 Abonnenten. Das liegt nicht daran, dass die ihn alle die abonniert haben, weil die den alle scheiße finden. Kann natürlich sein, ist aber in dem Fall garantiert nicht so. Das liegt einfach nur daran, dass YouTube, dass das System von YouTube auch immer kaputter wird und da immer mehr Fehler sich einschleichen. Und aus irgendwelchen algorithmischen Gründen, wenn da irgendwas nicht richtig läuft, wird da einfach mal so ein Abo rausgelöscht. Und wenn das in Massen passiert, überlegt mal, der hat vor einem Monat hat er 5.200.000 Abonnenten gehabt. Na gut, jetzt ist es auch. Es ist anhand dieser 5 Millionen, ist es, fällt es jetzt nicht so krass auf. Aber wenn man mal guckt, das sind, ja, über 100.000 Abonnenten, die der jetzt in diesen, ja, 2 Wochen, sage ich mal, verloren hat. Überleg mal, allein aufgrund eines Fehlers im YouTube-System 200.000 Abonnenten in 2 Wochen verloren. Was für eine Scheiße ist das bitte? Und das ist ja nicht das Einzige, wie gesagt. Ich kann euch einfach nur sagen, ich will jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen, ich kann euch nur sagen, wenn YouTube irgendwie noch YouTube bleiben soll oder wieder YouTube werden soll, YouTube ist ja im Prinzip nicht mehr das, was es mal war, guckt euch das Video hier an, wo habe ich's? Da, von The Kiddo Zone, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, kann ich euch nur vorschlagen, guckt euch auch diese englischen Videos an, die The Kiddo Zone verlinkt hat, und rettet YouTube. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr wollt, dass YouTube weiterleben wollt, wenn ihr weiterhin YouTube gucken wollt, wenn ihr weiterhin Let's Plays haben wollt, guckt diese Videos, unternehmt etwas, um YouTube wieder zu YouTube zu machen. Ja, mehr kann ich dazu im Moment auch nicht sagen. Verbreitet diese Informationen, verbreitet das, was diese Leute versuchen auf die Beine zu stellen. Und ja, es gibt wahrscheinlich auch noch tausende andere, die dazu aufrufen, vielleicht auch nicht, vielleicht geht es denen auch allen am Arsch vorbei. Ich wette, so ein paar große werden da auch nochmal eine große Nummer reißen. Ich selbst bin ja auch nur eine kleine Witzpille mit meinen knapp über 1000 Abonnenten. Aber naja, ich will euch einfach nur dazu aufrufen, wenn ihr wollt, dass YouTube YouTube bleibt oder wieder YouTube wird und dass man gerne auf YouTube ist, dann sage ich euch, helft YouTube zu retten. Danke, ich bin jetzt erstmal raus und tschüss.